Was können wir von Affen über die Geldanlage lernen? Warum ist es überhaupt wichtig, Geld zu sparen und anzulegen? Ja, ich würde vielleicht erstmal ganz kurz was zum Unterschied sagen von Sparen und Anlegen. Sparen ist was, was eigentlich fast von ganz alleine passiert. Das bedeutet, wenn wir weniger Geld ausgeben, als wir zur Verfügung haben, kennt ihr vielleicht, wenn ihr noch in der Schule seid und ihr bekommt Taschengeld, geht ein bisschen weniger aus, dann bleibt halt am Ende vom Monat oder der Woche was übrig. Das heißt, da muss man nicht so viel machen. Dann legt man das ins Sparschwein oder auf die Bank. Das Problem ist allerdings, wenn wir Geld sparen und einfach nur aufheben und nichts damit machen, wird es weniger wert über die Zeit. Das nennt man Inflation. Und das finden wir natürlich nicht so cool. Wir wollen ja lieber, dass wir zumindest nicht weniger, aber am besten mehr Geld haben über die Zeit. Und deswegen müssen wir das Geld anlegen. Und das ist eben die zweite Sache, nicht nur sparen, sondern das Geld dann auch irgendwie nutzen und zum Beispiel in Aktien, in Fonds oder auch bei der Bank anlegen, so dass wir einen Zins bekommen, eine Rendite bekommen und im besten Fall das Geld dann sogar in Zukunft mehr wird und nicht weniger. Bei den Banken sind ja aktuell Strafzinsen im Gespräch. Bringt es dann überhaupt etwas, Geld bei einer Bank anzulegen? Ja, das stimmt. Das ist leider die schlechte Nachricht. Die Banken geben schon seit einem geraumen Zeitraum und auch aktuell fast keine Zinsen auf die Ersparnisse. Das heißt, wir können es leider nicht so machen, wie es unsere Eltern gemacht haben, einfach das Geld zur Bank bringen und glücklich sein, dass es da einfach mehr wird, weil im Moment gibt es halt einfach keine Zinsen. Die gute Nachricht ist aber, die Bank ist nur eine von vielen Anlageklassen. Das heißt, wir haben viele andere Optionen, die wir auch nutzen können. Und die wichtigste von den anderen Optionen, das ist die Aktie. Das heißt, wir können unser Geld in Aktien anlegen. Ich habe mal nachgeguckt zur Vorbereitung hier. 7-8% Rendite hat der DAX, also der deutsche Aktienindex, in dem die 30 größten Firmen aus Deutschland einfach drin sind, über die letzten 10 Jahre jedes Jahr erwirtschaftet. Also verglichen mit nichts oder sogar negativen Zinsen bei der Bank ist es natürlich toll, also deutlich mehr. Jetzt fragt man sich, das wird ja wohl jeder dann machen, wenn es da so viel Rendite gibt. Und leider ist es nicht so. Es gibt in Deutschland immer noch keine so gute Aktienkultur. Weniger als 20% der Einwohner in Deutschland haben überhaupt eine einzige Aktie. Das heißt, 80%, bisschen mehr, haben überhaupt nichts. Ja, und das ist natürlich ein Problem, weil man damit einfach Rendite verschenkt und nicht bekommt, die man bekommen könnte. Was ist eine Aktie genau und wie kann ich sie kaufen? Also eine Aktie ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Eine Aktie ist eine Beteiligung an einem Unternehmen. Das bedeutet, ihr kauft eine Aktie und euch gehört dann ein kleiner Teil des Unternehmens, dessen Aktie ihr kauft. Nehmen wir doch einfach mal, weil wir hier im Raum Stuttgart sind, den Daimler als Beispiel und überlegen uns, eine Daimler-Aktie zu kaufen. Die kostet 73 Euro. Dann gucken wir nach, wie viele Daimler-Aktien gibt es denn insgesamt. Insgesamt gibt es circa 1 Milliarde, also ziemlich viele. Das bedeutet, wenn wir die eine Aktie kaufen, gehört uns danach 1/1 Milliardstel vom Daimler. Es hört sich erstmal nicht so spektakulär an, ist aber trotzdem schon toll, weil wenn uns 1/1 Milliardstel der Firma gehört, gehört uns auch in diesem Verhältnis der Gewinn. Und Daimler macht recht viel Gewinn, zum Beispiel 3 Milliarden. Das bedeutet, wenn wir eine Aktie haben, bekommen wir 3 Milliarden durch 1 Milliarde 3 Euro Dividende ausgeschüttet. Und die Dividende ist einfach der Gewinn, der uns gehört, weil wir ja Eigentümer der Firma sind. Wenn wir reich wären und alle Aktien kaufen könnten für 73 Milliarden, dann gehört uns der ganze Daimler. Wäre eben auch gut, aber vielleicht erstmal ein bisschen hochgestecktes Ziel. Naja, wenn wir das jetzt machen wollen, wenn wir sagen, okay, wir finden es gut und wir wollen gern eine Aktie kaufen, wie gehen wir dann vor? Wir brauchen als erstes mal ein Konto, auf dem die Aktien dann auch liegen könnten. Also sowas wie ein Girokonto für Aktien. Das nennt man Depotkonto und das kann man online abschließen. Da könnt ihr einfach mal googeln, wer da gute Anbieter sind und euch dann dort ein Konto eröffnen. Und der Prozess ist dann ganz einfach. Ihr überweist in dem Fall 73 Euro auf euer Konto, euer Depotkonto und kauft damit die Aktie. Was kann dann passieren? Es kann gut oder schlecht laufen in Zukunft mit der Daimler-Aktie. Nach einem Jahr zum Beispiel kann die 83 wert sein, dann freuen wir uns, das ist toll, da haben wir 10 Euro Gewinn gemacht. Kann natürlich aber auch nicht so gut laufen. Die Aktie kann zum Beispiel nur 63 Euro noch wert sein, da haben wir halt 10 Euro Verlust gemacht. Aber im Prinzip ist das schon die ganze Idee. Wir kaufen eine Aktie und hoffen einfach, dass die in Zukunft mehr wert sein wird als heute und dann haben wir unser Geld vermehrt.
Wie kann ich herausfinden, welche Aktie in Zukunft gut oder schlecht läuft? Haben Sie einen heißen Tipp? Also das mit dem heißen Tipp ist natürlich interessant, ist aber auch schwierig, weil wenn man sich mal die aktuelle Forschung anschaut, dann ist eigentlich der Stand der Wissenschaft, dass sich Aktienkurse zufällig verändern. Das heißt, wir können die nicht wirklich vorhersagen. Wir wissen einfach nicht, wie sich die Daimler oder Microsoft oder Adidas Aktie in der nächsten Zeit entwickeln wird. Es ist einfach nur Zufall. Und jetzt kann man sagen, naja, aber das kann doch nicht sein. Wir müssen da doch was machen können. Wir müssen uns das doch mit mathematischen Methoden angucken können. Da gibt es doch bestimmt Profis. Und es haben sich auch viele Leute angeguckt, aber leider bisher eben noch keine Methode gefunden, wie das geht. Ein super Beispiel ist eine Studie aus dem Jahr 1999. Da gab es aber auch noch ganz viele, die das nochmal gemacht haben mit demselben Ergebnis. Da hat man nämlich gesagt, komm, wir lassen doch einfach mal einen Affe gegen professionelle Fondsmanager antreten. Wir sagen, die Fondsmanager stellen ein Portfolio aus Aktien zusammen, von denen sie denken, dass die super laufen werden. Und der Affe, der schmeißt einfach mal Dartpfeile an eine Wand und an der Wand stehen Firmennamen und die, die er halt zufällig trifft, die sind in seinem Portfolio, die er nicht trifft, sind halt nicht drin. Und dann hat man geguckt, 6000 Fondsmanager gegen den Affen, wer gewinnt, auf welchem Platz landet der Affe? Und im Jahr 1999, der Affe ist auf Platz 22 gelandet, also er war unter den besten 5%. Er hat fast alle Fondsmanager besiegt mit seiner Dart-Strategie und das hat eben eindrücklich gezeigt, dass es sehr, sehr schwierig ist, Aktienkurse vorherzusagen oder dass es eigentlich nicht geht. Daraus lernen wir jetzt nicht zwingend, dass wir unser Geld den Affen anvertrauen sollten, sondern wir sehen, dass es eher Glück und Zufall ist, ob ein Aktienfonds oder ein Aktienportfolio gut läuft oder schlecht läuft. Deswegen nochmal zurück zu dem heißen Tipp. Mein erster heißer Tipp wäre, nicht auf Leute hören, die heiße Tipps haben. Wenn ich mein Geld nicht den Affen geben soll, was soll ich dann machen? Das ist natürlich eine sehr gute Frage und wir können ja mal zusammen ein bisschen drüber nachdenken. Wir wissen also jetzt an der Stelle schon mal, wir können nicht so wirklich vorhersagen, wie sich einzelne Aktien in Zukunft entwickeln. Wir wissen aber, dass sich der gesamte Aktienmarkt über eine lange Zeit eher positiv entwickelt. Da haben wir ja das Beispiel vorhin gesehen vom DAX, 7-8% pro Jahr über die letzten 10 Jahre. Und deswegen können wir sagen, naja, wenn wir nicht wissen, welche Aktie gut läuft, aber dass alle zusammen gut laufen, dann kaufen wir doch einfach alle zusammen und investieren unser Geld einfach in ein breit gestreutes Aktienportfolio, wo wirklich super viele Aktien drin sind. Der Grundsatz dahinter, der heißt Diversifikation. Das hört sich kompliziert an, kennt aber eigentlich schon die Oma, die sagt, leg nicht alle Eier in einen Korb, weil wenn der Korb runterfällt, sind alle Eier kaputt. Und so machen wir es auch. Wir legen nicht unser ganzes Geld in eine oder zwei oder drei Aktien nur an, weil wenn die schlecht laufen, ist unser ganzes Geld weg, sondern in so viele wie möglich. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, naja, aber wie mache ich das denn, wenn die Daimler-Aktie schon 73 Euro kostet und ich ganz viele Aktien kaufen sollte, dann brauche ich ja super viel Geld. Da ist die gute Nachricht, das braucht man nicht. Es gibt nämlich ein tolles Produkt, das nennt sich Exchange Traded Fund oder ETF. Das ist so eine Art Aktienfonds, in dem schon wirklich super viele Aktien drin sind und die könnt ihr euch einfach kaufen. Selbst wenn ihr nur 5 oder 10 oder 20 Euro anlegt, habt ihr direkt 1.000, 2.000 bis zu 3.000 Aktien in eurem Portfolio. Die zweite Sache, auf die man aber unbedingt auch noch achten muss, sind die Kosten. Es gibt verschiedene Fonds und ETFs, die unterschiedliche Kosten haben. Und ETFs sind im Schnitt deutlich günstiger als so ein klassischer Aktienfonds. So ein klassischer Aktienfonds kostet 1,5 bis 2,5% pro Jahr an Gebühr. Das heißt, dieser Prozentsatz wird einfach rausgenommen von eurem Geld und den bekommt dann die Fondsgesellschaft. Und so ein ETF kostet ungefähr ein Zehntel davon, nämlich 0,1 bis 0,5%. Das heißt, der ETF hat nicht nur den Vorteil, dass super viele Aktien direkt drin sind, sondern auch, dass es super günstig ist. Deswegen, wenn ihr darüber nachdenkt, hier in die Richtung was zu machen, ist so ein ETF, glaube ich, ein guter Startpunkt, mit dem man einfach mal anfangen kann und schon direkt ein super diversifiziertes Portfolio hat mit dem ersten Euro, den man investiert. Nochmal zurück ganz kurz zu den heißen Tipps. Ich habe noch einen zweiten für euch. Und zwar, wenn ihr in Esslingen studiert oder zukünftig hier studieren wollt, kommt doch einfach im dritten oder im sechsten Semester in meiner Vorlesung vorbei. Da besprechen wir das alles noch im Detail. Und ich würde sagen, wenn ihr da rausgeht, seid ihr richtige Finanzmarktprofis. Von daher würde ich mich freuen, wenn wir uns dort wiedersehen. Macht's gut. Bis dann. Vielen Dank, Herr Schreiber.
Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.